Wir sind jetzt hier in der Pfarrkirche Pankow, wo die Diskussion stattfindet, ist der öffentliche Rundfunk noch zu retten? Sehr interessant. Wir fragen uns gerade, warum das hier in der Kirche stattfindet. Vielleicht können Sie hier direkt Ihre Beichte mit abgeben. Oh nee, oder nee, Vergebung beim lieben Gott direkt beantragen oder so. Man weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich habe das noch nie so voll gesehen in der Kirche. Alle Achtung. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zu retten? Nö. Wäre auch schön, wenn man irgendwie Ergebnis einer Diskussion irgendwie auch abwartet und vielleicht sich selber auch die Möglichkeit eröffnet, sein wohlbegründetes Vorurteil auch vielleicht noch einmal zu überdenken. Weil sonst wird es langweilig, dann ist es ein Ressentiment, wenn man alles schon weiß und sagt, ich habe sowieso recht. Eine Lücke vom Verein Meinungsvielfalt jetzt oder von der Initiative Meinungsvielfalt jetzt kam auf mich zu und hat gefragt, ob wir hier in der Kirche eine politische Veranstaltung machen können. Und das ist natürlich für Alt-Pankow nichts Neues. Das ist gut erprobt und zwar nicht erst irgendwie seit 2 Jahren, sondern tatsächlich seit weit über 40 Jahren ist das hier ein Ort für politischen Streit und Diskurs und vor allem auch Dialog. Und insofern war diese Anfrage hier an einer guten Adresse und wir haben bemüht, uns tatsächlich ein Forum zusammenzustellen, also ein Podium der Personen, die Sie hier hinter mir alle sehen, die sich diesem Thema stellen. Herr Alexander King, Mitglied des Abgeordnetenhauses, früher bei den Linken, seit einigen Monaten beim Bündnis Sache Wahlgerecht. Herzlich willkommen. Dankeschön. Eine Mücke, Journalistin seit 30 Jahren, früher beim Kinderkanal, dann seit Jahrzehnten als feste Freie in einem möglichen Bezügen des RBB und Mitunterzeichnerin des Manifestes von Meinungsvielfalt jetzt. Herr Christoph Hölscher ist auch Journalist und Mitglied im Personalrat des RBB und zwar vertritt er dort die freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Harald Geibitz, der auch Mitglied im Rundfunkrat des RBB ist. Herzlich willkommen. Stefan Gelper, Abgeordneter der Grünen im Bundestag, und zwar Abgeordneter hier aus Pankow. Professor Dr. Jens Wendland, ich sage einfach mal Medienwissenschaftler, auch Journalist, früher beim SFB. Ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zu retten? Es gibt so ein paar Anzeichen dafür, dass er es auf jeden Fall schwerer haben wird in der nächsten Zeit. Ich fange mal an mit einem, das ist jetzt auch kein Urteil, aber eine Gerichtsentscheidung. Das Bundesverwaltungsgericht prüft derzeit, ob das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks den verfassungsrechtlichen Anforderungen an Vielfalt entspricht und ob Gebührenzahler das Recht haben, das feststellen zu lassen. Klingt ein bisschen kompliziert, ist aber im Grunde ganz einfach. Meine Frau aus Bayern hat gesagt, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk da so veranstaltet, interessiert mich gar nicht. Das, was mich interessiert, ist da nicht dabei. Also zahle ich keinen Beitrag mehr. Das ist der Hintergrund. Und wir wissen ja, der öffentlich-rechtliche Rundfunk finanziert sich über die Beiträge, gibt noch ein paar Werbeeinnahmen, aber das ist dann doch eher, würde ich sagen, marginal. Aber es ist ohne Beitragsgelder ist Feierabend. Deswegen frage ich gleich mal Herrn Geibitz, der nicht nur Präses der Synode ist, sondern auch Mitglied im Rundfunkrat des RBB, sich also durchaus auch mit rundfunkrechtlichen Dingen, glaube ich, ein bisschen auskennt. Wenn das durchgeht, wenn das Gericht sich nicht nur mit dieser Frage beschäftigt, sondern am Ende tatsächlich ein Urteil rauskommt, dass jemand, der sagt, ÖRR, kurz mal ab, ist nicht mein Ding, dafür zahle ich nicht. Wenn das die Runde macht, ist das der Anfang vom Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich würde ja die Frage ein bisschen erweitern, aber ich will natürlich Ihre Frage erstmal beantworten. Wäre das ja der Anfang vom Ende? Ich glaube schon. Wenn jeder sozusagen individuell entscheiden kann, leiste ich einen Beitrag dazu, dass wir ein öffentlich-rechtliches Rundfunksystem in Deutschland haben, dann wäre es genauso schwierig, wie wenn wir jetzt hier eine Umfrage machen möchten, für welche Sachen möchten Sie denn Steuern zahlen? Da geht es auch ganz viele Dinge, wo jeder Einzelne sagen würde, aber dafür will ich ganz bestimmt keine Steuern zahlen. Ist nicht ganz vergleichbar, weil der Staat sozusagen natürlich ein weiteres Aufgabenfeld hat, aber auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk muss es darum gehen, was dahinter steckt. Ist ja die Frage, brauchen wir mehr Vielfalt innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Da würde ich jetzt doch mal mit der Erweiterung kommen. Ich glaube, wir können in Deutschland relativ glücklich sein, dass wir insgesamt ein Mediensystem haben aus privaten und öffentlichen Medien, die insgesamt betrachtet eine ziemlich gute Qualität liefern.
Und jetzt muss man im Einzelnen schauen, wo ist man, ja, genau darüber muss man streiten. Das finde ich wichtig. Ich komme aus einer, bin mit drei Geschwistern aufgewachsen, deswegen finde ich Streiten immer wichtig. Am Ende kann man dann immer noch schauen, wie man wieder zusammenkommt und gut miteinander auskommt. Aber ich bin der Überzeugung, wir haben insgesamt eine ziemlich gute Qualität. Und wir sehen ein paar Entwicklungen, wo wir gleichzeitig aufpassen müssen, funktioniert das? Und wenn man natürlich die Erhebung sich anschaut, wie bilden sich Meinungen innerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ab, da haben wir natürlich eine Aufgabe dafür, mehr Vielfalt zu sorgen. Ich würde sagen, ist schon eine Aufgabe, zum Beispiel für Rundfunkräte oder Fernsehräte, wie die auch immer heißen mögen, aber natürlich auch für eine Gesellschaft, die darüber diskutiert. Und auch private Medien, Zeitungen, die darüber schreiben, wie man es hier in Berlin, Berliner Zeitung, Tagesspiegel, da beschäftigen sich viele genau mit dem Thema, wie gut sind die denn eigentlich und was ist aus unserer Sicht zu kritisieren. Und genau das ist wichtig, es ist unsere Angelegenheit. Und ehrlich gesagt, ich fand nicht alles gut, was in dem Manifest drin stand, aber ich fand gut, dass es eine deutliche Positionierung dazu gab. Und ehrlich gesagt, hat mich ein bisschen verwundert, dass die Diskussion insgesamt darüber, die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, bisher eigentlich eher so eine für Spezialisten ist. Und so eine ganz breite öffentliche Debatte nehme ich aktuell nicht wahr, was ich echt schade finde, weil ich finde, es ist ein Fund, was wir haben und wo ich mir mehr Engagement auch in unserer Gesellschaft wünschen würde. Aber die Frage würde ich gleich mal in die Runde geben. Nehmen Sie diese Debatte auch nicht wahr? Also ich nehme sie schon wahr. In meinem Bekanntenkreis, viele regen sich auf, andere sagen wieder, ich sehe auch tolle Sachen im Öffentlich-Rechtlichen. Einige sagen, der ist ganz, der hat sich überlebt, der muss weg. Andere sagen, der muss radikal verändert werden. Also ich finde schon, es wird viel diskutiert. Herr Rentler, wie nehmen Sie das wahr? Ich nehme das nur wahr, dass es Gruppierungen gibt, Peergroups, Kohorten. Alle nur 50 haben Rundfunkmacher neulich gesagt, sind auch für Rundfunk. Die darunter kennen ihn nicht mehr oder nutzen ihn nicht mehr, um es ganz radikal zu sagen. Das heißt also, es ist auch eine Generationenfrage und es ist eine Frage der Nutzung der Kommunikation insgesamt. Ich finde, was Sie zu Anfang sagten, Bundesverwaltungsgericht, das ist wirklich ein Alarmzeichen, weil das ist, bisher war der Rundfunk zumindest in der Gerichtsbarkeit, Verfassungsgerichtsbarkeit etc. unantastbar, hat niemand hinterfragt. So ein Alarmzeichen, dass auch diese Institution ernste Fragen stellt und sie hat, ja, ich finde diesen Titel, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk noch zu retten? Der mag reißerisch sein, aber er hat eine Zukunftsperspektive, leider eine negative. Bei der Programmgeschichte geht es wieder darum, dass man sich fragt, wofür brauchen wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Und da sage ich, wir brauchen ihn. Und zwar aus zwei Punkten heraus. Einmal, ich sehe so zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern, dass es ein reges Zeitungssterben gibt. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk, glaube ich, das letzte journalistische Korrektiv ist für zum Beispiel Politik, Polizei, Gerichte, was auch immer, für das, was eben, dass es eine gesellschaftliche Kommentierung und Draufschauen gibt. Und der zweite Punkt ist Journalismus. Journalismus ist schon immer unterfinanziert gewesen. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein seltener Ort, wo dem ein Stück weit entgegengewirkt wird. Und zwar nicht aus einer Perspektive, dass irgendjemand sich eine Zeitung kauft und dann sagt, okay, so machen wir es, sondern am Ende des Tages schon ein Stück weit aus einer Selbstorganisation heraus. Das heißt, da kommen Leute zusammen und sagen, wir machen Rundfunk. Und das finde ich gut. Ansonsten gibt es, also meine, wussten Sie, dass der RBB noch den Teletext produziert? Ja? Und der wird richtig gut nachgefragt. Habe ich als Mensch unter 50 Fragezeichen für, aber es wird halt nachgefragt, okay. So, ich frage mich, warum gibt es dann auch mal AD, ZDF und andere eigene Mediatheken und nicht zusammen eine. Ich frage mich, warum gibt es was mit Twitter, YouTube und so weiter und so weiter, aber kein öffentlich-rechtliches Angebot, was sowas auch macht. Und da, das sind, glaube ich, Fragestellungen, über die wir uns reden, weil wir umkriegen, dass viele, viele Menschen selber selber wollen, sich ausdrücken wollen. Also wir haben ja selber auch ein Gerichtsverfahren geführt, hat der eine oder andere vielleicht mitgekriegt, weil ZDF und ARD versucht haben, das Bündnis Sarah Wagenknecht von den Wahlsendungen auszuschließen, ja, obwohl das schon klar war, dass also hier natürlich mehr Stimmen bekommen würden als andere, die eingeladen. Das hat ja dann das Oberverwaltungsgericht in Nordrhein-Westfalen ja auch so gesehen und mussten ja eingeladen werden. Also ich glaube schon, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Problem hat, die Meinungsvielfalt, die es in der Bevölkerung gibt,
abzulehnen. Er bildet sie nicht ab. Und das ist keine böse Absicht, sondern ich denke, das hat das dann zu tun, wahrscheinlich mit der soziokulturellen Herkunft der Leute, die eben das Programm gestalten, dass da eben nicht alles abgedeckt ist. Und ich finde, das ist schon ein Problem, dass man angehen muss, weil man dadurch auch Informationsverlust hat. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich noch ein Beispiel nennen kann, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer nur höre, dass die Regierung Ungarns zum Beispiel ganz schlecht ist und die Regierung der Slowakei ganz schlecht ist und alle gegen sie demonstrieren, dann frage ich mich regelmäßig, wieso die eigentlich alle Wahlen gewinnen. Weil ich gar nicht irgendwie mitbekomme, ja, was ist denn, wie denkt die Bevölkerung in Ungarn oder in der Slowakei? Nur als Beispiel. Und ich finde, mit dieser einseitigen Darstellung geht halt, wir haben auch viel verloren. Ich will gar nicht mit Corona anfangen, da war es wirklich am extremsten, dass auch Wissenschaftler, bestimmte wissenschaftliche Meinungen gar nicht mehr abgebildet wurden. Und das Jetzt haben wir noch zwei hier, die noch nicht gesprochen haben, zwei freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Anne, zunächst mal, du hast dieses kritische Manifest mit auf den Weg gebracht. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie das so gelaufen ist. Ist das denn so, dass eine große Zahl von Leuten unzufrieden ist an den Sendern selbst in den Landesrundfunkanstalten, oder sind das auch ein paar Leute, die da eine Initiative ergriffen haben? Wie ist das aus deiner Sicht zustande gekommen? Also ich bin jetzt seit 30 Jahren im öffentlich-rechtlichen Rundfunk und habe mich auch bewusst dafür entschieden, soll ich an der Stelle auch sagen, für ihn zu arbeiten und nicht beim Privaten. Das habe ich probiert und habe festgestellt, dass das überhaupt nicht meine Sache ist. Aber in den 30 Jahren habe ich schon festgestellt, egal wo ich gewesen bin, ob am Anfang beim China-Kanal, später beim RBB, bei Radio 1, auch beim Fernsehen, bei den Tagesthemen. Also es gibt natürlich nach meiner Empfindung viel Unzufriedenheit, gerade bei den Programmmachern, und das sind eben zum größten Teil die Freien bzw. Festfreien. Ich möchte nur anmerken, schon der Begriff Festfreie ist ein Kuriosum, dass es so eigentlich nicht geben dürfte. Also ich finde, dass der Öffentlich-Rechtliche auch in arbeitsrechtlichen Punkten wirklich kein Vorbild ist. Für die, die das nicht wissen, vielleicht mal so, da hat man einen Rahmenvertrag, das heißt, man kann unbegrenzt arbeiten, muss nicht nur 5 Tage oder 10 Tage da sich beschränken, aber man hat keinen Anspruch. Also es kann trotzdem sein, dass der Sender sagt, wir können sie jetzt nicht mehr gebrauchen, und dann hat man jetzt nicht das Recht zu sagen, ich bin hier aber beschäftigt. Das beschreibt so ein bisschen diese Situation. Genau, das heißt, die Programmierer stehen nur mit einem Bein in der existenziellen, nichts der Existenz, und das ist meiner Meinung nach eine unglaublich schlechte Voraussetzung dafür, dass man wirklich mit einer kritischen Meinung rausgeht und auch entgegen dem Galaktionsstrom etwas sagt. Aber jetzt zum Manifest. Also ich muss ja ehrlich sagen, ich bin relativ spät dazu gekommen. Das Ganze ging ja davon aus, dass ja auch das Gartenbachs-Festfeier damals beim SWR, da hat man ja auch in anderen Rundfunkanstalten gearbeitet, 2021 einen Brief geschrieben hat, ich kann nicht mehr, der bei Multipolar veröffentlicht wurde, das sehr verdienstvolle digitale Medium, das die Freigabe der RTL-Files verklagt hat, was absolut das ist eigentlich eine Aufgabe, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk ganz dringend hat wahrnehmen müssen, um diesen das freizugeben. Also er hat den Brief dort veröffentlicht, ich war auch erstaunt über seinen Mut. Und dann haben sich offensichtlich ganz, ganz viele Menschen aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Journalisten, Techniker, Musiker, also aus allen Gewerken an ihn gewendet. Er ist mit Mails überschüttet worden, und es war eine unglaublich große Frustwelle, die sich über ihn ergossen hat. Und dann hat er mit ein paar anderen Leuten eben sozusagen diese Gruppe gegründet, Meinungsvielfalt jetzt. Die haben sich einmal getroffen vor 2,5 Jahren, weil wir sind ja in das ganze Land verstreut. Und das will ich nur an der Stelle mal sagen, das ZDF hat ja lustigerweise geschrieben, auch mal von uns hat ja nur einer unterschrieben, also uns betrifft es nicht. Sehr lustig, also es sind natürlich auch mehr Leute vom ZDF dabei bei uns. Und die haben sich dann zusammengesetzt und gesagt, also wir können
Es gibt viele Dinge, die uns schon lange beschäftigen, je nachdem, wie lange wir dort auch arbeiten. Aber seit Corona hat es wirklich einen ganz entscheidenden Einschnitt gegeben. Die Art und Weise, in der wir als Andersdenkende in den Redaktionen, in den Anstalten an den Rand gedrängt werden, diffamiert werden, beschimpft werden, da sind Geschichten, sind Leute, die sind in Depressionen verfallen, ja, darüber, wie sie behandelt wurden dort. Und dann auch nach außen nichts mehr an Kritik kam, dass nur mit Kampf, mit ideologischen Kampfbegriffen hantiert wurde, ja, in Beiträgen, Informationen, dass Meinung und Bericht alles ineinander verschwommen ist. Das war dann der ausschlaggebende Punkt. Und dann habe ich das Manifest geschrieben, nach 2 Jahren, also ich habe gar nicht so viel lang geschrieben, aber die Menschen, da sitzen auch ein paar Leute hier, die haben 2 Jahre lang gewohnt. Das ist ein Kompromiss, den wir da auch miteinander ausgehandelt haben. Ich würde nicht jeden Satz unterschreiben, aber es ist ein Kompromiss, wo wir sagen, es ist ein Diskussionsangebot, lasst es uns rausgeben und lasst uns darüber streiten und diskutieren. Das haben wir dann endlich geschafft im April. Der mediale Widerhall war enorm. Aber, und das muss ich an der Stelle jetzt auch nochmal sagen, vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk gab es noch nicht ein einziges Angebot der inhaltlichen Auseinandersetzung, also wirklich eins. Es gab Einzelne, die wie ich es gewagt haben, mit Klarnamen zu unterzeichnen, und ich bin nun wirklich ganz frei, also ich habe gar keine Reaktion bekommen, auch nicht beim RBB, wo mich ja viele Leute auch schon ewig lange kennen. Aber es gab Einzelne, die dann wirklich auch so angesprochen wurden, nach dem Motto, naja, du weißt schon, die sind mit der AfD verwandelt. Das waren so die Schlagworte, was da drin steht, ist sowieso alles Murks, warum hast du da unterschieden? Und das ist der Punkt, der uns am meisten schockiert und der uns anregt bisher. Und deswegen möchte ich an der Stelle jetzt klarstellen, es gibt, auch wenn das jetzt gar nicht so dramatisch wäre, es gibt keinerlei Verbindung zu irgendeiner Partei. Ja? Also weder zur AfD noch zur CDU, es gibt sie nicht. Der DJK, der ja eigentlich die Mitarbeiter vertreten sollte, hat eine infame Lüge ins Netz gestellt, einen Tag nach der Manifestveröffentlichung, hat behauptet, dass wir mit irgendeinem Verein von Sven von Storch, dem Ehemann von Beatrice von Storch, irgendwas zu tun hätten, die hätten uns im Impressum gestanden. Wir haben uns vor Wehr gesetzt und am nächsten Tag stand die Gegendarstellung drin, ohne Diskussion. Also es gab überhaupt keine Diskussion darüber. Das heißt also, das ist entweder fertig gemacht worden oder aber es war eine ganz, ganz dumme, oberflächliche Recherche, wo sozusagen das Ergebnis von vornherein feststand. Also das kann ich für alle sagen, weil immer wieder gesagt wird, wir sind ja diese anonymen Unterzeichner und so. Wir sind Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, feste und freie des Öffentlich-Rechtlichen. Wir sind Journalisten, wir sind aber eben auch Leute aus den Gewerken, aus den Orchestern. Es ist eine sehr, sehr breite Schicht, die sich da zusammenfindet. Mein Name ist Hans-Jürgen Thiel. Ich würde mal gerne wissen von den Vertretern, die da vorne sitzen, wer kann sich vorstellen, dass im öffentlichen rechtlichen Rundfunk oder im RBB so eine Talkrunde zusammenkommt, wo eine Vertreterin von Meinungsvielfalt sitzt, ein Vertreter von Bündnis Sahra Knecht, der sich nicht einklagen muss, wenn er sagt, ja, er kann sich es vorstellen, dann frage ich ihn gleich, nächste Frage, wann kommt diese Sendung? Und wenn er sagt, er kann sich es nicht vorstellen, was machen wir oder Sie oder wir alle hier, das war so eine Talkrunde, wie hier mit diesem Publikum in RBB in irgendeine Sender kommt. Denn wir sind jetzt hauptsächlich beim RBB, aber es sieht beim ZDF noch nicht anders aus. Und es sind alle gefragt, kurze Antwort, Herr King. Es gibt mir die Gelegenheit, mit dem Vorurteil aufzuräumen, Sahra Wagenknecht wurde so besonders häufig in Talkshows eingeladen. Dafür gibt es ja Statistiken. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist weit unterrepräsentiert, im Gegensatz zu den Grünen. Und ansonsten gebe ich Ihnen recht, meistens sind Talkshows so konzipiert, dass eine kritische Meinung eingeladen wird und alle anderen hauen den ganzen, inklusive Moderator, hauen den ganzen Abend auf die Welt. Jetzt eigentlich schon gewünscht hatten und davon ausgegangen waren, dass irgendeiner der Sender uns einlädt, mit uns ins Gespräch geht und das auch öffentlich macht. Wir haben interne Gesprächsangebote bekommen, wo auch nicht darüber berichtet werden sollte, wer da mit uns in Kontakt tritt. Das ist das Einzige, was wir bis jetzt gehört haben, aber vielleicht kommt es ja noch. Ich sag mal, wer das sagen möchte, Sie müssen nicht alle haben. Ja, also ich würde sagen, jetzt für das RBB Fernsehen, wo ich arbeite, gibt es zum Beispiel den Bürgertalk. Früher hieß er, wir müssen reden, jetzt heißt er, wir wollen reden. Ja. Ich habe schon den Eindruck, dass da eine relativ breite, also die ungefähre Zusammensetzung des Podiums entspricht, aufs Thema bezogen, eine relativ breite Meinungsvielfalt gegeben hat.
Okay, ja, wenn ich noch einen Satz sagen darf. Ich komme aus einer Institution, die damit lebt, dass man nicht alle Fragen beantworten kann. Und ich glaube, das gilt auch allgemein für jeden, dass es so ist, dass man nicht alle Fragen beantwortet bekommen kann. Aber natürlich muss es darauf gehen, dass man eben auch Vielfalt hat in den Formaten. Und ich nehme das auch wahr und ich nehme auch bemüht darauf wahr. Und ich finde es auch richtig, dass gerade angesichts in der Rundfunkfreiheit es Gesprächsangebote gibt, wo die Rundfunkanstalt intern auch mit denjenigen, die so kritisch darüber berichten oder so ein kritisches Manifest schreiben, dass da auch intern darüber geredet wird. Genau das. Ja, also ich hoffe, dass es da Gesprächsangebote gibt, ich höre sowas, aber das finde ich auch richtig, dass man solche Dinge auch mal auch intern besprechen kann auch sinnvoll sein. Okay. Wollen Sie jetzt vielleicht schweigen oder kommen Sie beim nächsten Mal dran, sonst schaffen wir das nicht heute. Bitte schön. Ja, ich habe weniger eine Frage. Ich möchte gerne mal was sagen zum Thema Meinungsvielfalt und Querdenken, weil ich gemerkt habe, da gehen die Meinungen auch so ein bisschen auseinander. Also erstmal, mein Name ist Dietmar Schmidt. Ich stehe unter Zwangsvollstreckung, weil ich seit Januar 2022 keinen Rundfunkbeitrag mehr bezahle. Ich ertrage es mittlerweile auch nicht mehr. Wenn ich mich jetzt mal zurückschaue, und wenn ich mir neben anschaue, eine der letzten Entwicklungen, die ich gemacht habe, war, dass ich also Meinungsvielfalt irgendwann wertgeschätzt habe. Also unterschiedliche Meinungen, auch wenn es mal wehgetan hat. Das ist, glaube ich, die Grundlage einer jeden Demokratie, auch mal irgendwas zu hören, was man überhaupt nicht erwartet und was vielleicht auch mal wehtut. Und ich bin viel unterwegs und halte mich mit Leuten und merke, es geht vielen Leuten so, dass die so eine ähnliche Entwicklung haben, dass die irgendwann in ihrem Leben an einen Punkt ankamen, wo sie wirklich sehr viel hinterfragen mussten, während Corona, wahrscheinlich gibt es diese Leute wieder, alles hinterfragt haben, auch diese Gesellschaft mit diesen Machtstrukturen, mit diesem Finanzsystem, was wir haben, ökologische Probleme und. Und ich kann Ihnen allen hier garantieren, diese Leute werden zunehmen. Damit werden die Probleme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch zunehmen. Gleichzeitig stelle ich aber fest, dass es eine ganze große Teil der Menschen gibt, die eigentlich vielleicht mal weiter waren, auch gerade bei Corona vielleicht bewusstseinsmäßig weiter waren und zurückgegangen sind. In ihrem Bewusstsein, in eine viel Angst und in eine Gemeinschaftsbestimmung und die Leute, die querdenkt haben, querdenken heißt beispielsweise auch sich lösen von Ideologien, von den Parteien lösen, das nimmt ja zu. Ne? Die Parteien, da geht ja keiner, möchten ja immer weniger Menschen was zu tun haben. Wir haben immer mehr eigenständig denkende Menschen und die wollen einfach ein anderes Programm haben. Ich mache es mal nochmal ganz zum Abschluss, ganz konkret. Wenn beispielsweise der russische Präsident jetzt einen Friedensvorschlag macht, dann kriege ich bei uns in den Medien immer nur, das ist ein Idiot, das ist ein Verbrecher, es wird irgendwas hochemotionalisiert gesagt. Was ich verlange, ist eigentlich eine ganz konkrete, rationale Analyse der Aussagen, die er bringt. Und dass dann ein Gegenvorschlag gemacht wird. So entsteht Friedenspolitik. Wenn das nicht passiert, laufen wir geradewegs in einen Krieg zu. Und der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht sich dann auch damit schuldig, wenn er das nicht bringt, zum Beispiel als Kommentar. Ich möchte beispielsweise bei diesem Konflikt nicht nur die westliche Propaganda hören, sondern auch die russische Propaganda und vielleicht nochmal eine andere Sicht aus Indien oder Brasilien oder so. Dann kämen wir der Wahrheit schon ziemlich nah. Danke. Also Russland, meine Berichterstattung. Ich glaube, natürlich ist das Thema, also das ist erstmal Thema Corona. Ich glaube, da hat die Gesellschaft was aufzuarbeiten und zwar sehr vielgestaltig, weil da sehr, sehr vieles im Raum steht, teilweise widersprochen, teilweise unwidersprochen. Da wird eher die Frage sein, wie man das hinbekommt, dass die Aufarbeitung dann alle die mitnimmt, die diese Aufarbeitung wünschen. Wenn das Krankenhäuser nicht überlastet gewesen sein, zum Beispiel, ist so ein Ding. Ja, man kann aber auch einfach zu Maria Heimsuchen gehen, mal die Ärzte und Ärzte dort fragen und dann weiß man, dass zumindest ein Krankenhaus, wie das hier vor Ort, sehr wohl überlastet war. Und das ist jetzt das, was hier nur von der Hintergrund. Gucken Sie mal in die RKI falsch. Personalmangel.
nur ein Beispiel gemacht, was da so alles dann eben aufzuarbeiten, ineinander zu legen ist, um dann abgleichen. Gott ist gar kein Vorwurf, Gott muss sagen, dann braucht man eben einen Abgleich. So, bei Ukraine und Russland ist es so, da gibt es in Deutschland mindestens zwei Diskurse, wahrscheinlich auch mehr, einen westdeutsch geprägten und einen ostdeutsch geprägten Diskurs. In Ostdeutschland gibt es diese Westbindung nicht, die im Westen immer noch viele, viele Jahre hergestellt wurden, also die USA als Verbündete, als die, die den Wohlstand gewahrt haben und so weiter. Diese Erzählung gibt es in Ostdeutschland logischerweise nicht. So und deutlich gibt es auch ganz viele, und dann ist der Wohlstand anders verteilt und so weiter. Riesiges eigenes Thema. Aber ich glaube, ein anderes Thema als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Das ist eine eigene Runde, die ich sehr gerne bestreiten würde wollen. Aber ich glaube, dass wir jetzt diese Runde hier völlig überfordern. Ja, in der Tat, Putin ist eine bemerkenswerte Figur, um das mal sanft zu formulieren. Und nein, der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat aber nicht die Aufgabe, jetzt positiv über Putin oder so zu berichten, sondern pluralistisch. Nicht neutral. Ja, was daher gesagt wurde, die sollen bitte neutral auseinandernehmen, wie das dann wirklich ist, ansonsten machen sie sich mitschuldig. Nein, das tun sie nicht, weder rechtlich noch verfassungsrechtlich gibt es diesen Auftrag. Also die Kritik war ja, dass praktisch russische Positionen nicht dargestellt werden, ohne sie zu bewerten. Das war die Kritik. Also auch dort, ja, das Internet ist frei, Sie können sich jede Information, jede Propaganda aufholen. Ich finde, vom öffentlichen Rundfunk kann man zumindest Folgendes erwarten. Wir haben Auslandskorrespondenten, und wenn ich dann in Narok in Moskau höre, ganz offensichtlich, dass sie nie mit irgendjemandem spricht. Sie muss mir nicht die Putin-Meinung irgendwie nahebringen oder so. Aber ich will wenigstens erfahren, was in Russland so gedacht wird und was auch politische Verantwortliche in Russland denken. Das ist doch wichtig, sonst kommt man überhaupt keinen einzigen Schritt weiter. Und sie, die tappt da immer im Nebel und gibt so ihre eigenen Einschätzungen und Meinungen zum Besten. Und das finde ich wirklich zu wenig für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, ganz kurz, ich bin Captain Future, habe hier die Demos organisiert, unter anderem. Und ich frage mich, ob man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwarten kann, dass er sich kritisch mit Corona auseinandersetzt, wenn die wirkliche Aufarbeitung das Ende bedeuten würde, weil das ein solches Verbrechen war, dass also zumindest das Ende des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wäre und die Verantwortlichen vor Gericht wären. Deswegen glaube ich nicht, dass da wirklich was zu erwarten ist. Was denken Sie? Die Aufarbeitung der Corona-Berichterstattung, meinen Sie? Genau. Frage, wer kann, wer möchte was dazu sagen? Würden Sie sich selber vor Gericht bringen? Also warum sollte man das tun, sich selbst vor Gericht bringen? Also ich formuliere es ein bisschen anders. Also die Frage war ja, Corona-Berichterstattung, überhaupt der Umgang der Gesellschaft mit Corona, da ist viel aufzuarbeiten, sicherlich auch die Rolle der Medien. Ist Selbstkritik hier angebracht seitens des öffentlich-rechtlichen Rundfunks? Und wenn ja, wie sollte sie stattfinden, Herr Wendland? Ja, die betrifft die alle Berufszweige. Die betrifft die Medizin, die betrifft die Medien, die betrifft die Gesellschaft, Ordnungskräfte. Da nimmt der öffentlich-rechtliche Rundfunk keine Sonderstellung ein. Oh doch. Er hat vielleicht eine besondere gesellschaftliche Aufgabe, immer Vermittlung der Öffentlichkeit. Aber weitergehend, das wäre eine Unterstellung, glaube ich. Und deswegen ist es natürlich schon eine andere Verantwortung, finde ich. Und ich gehe jetzt nur auf ein aktuelles Beispiel noch, der MDR Umschau. Also der MDR hat sich sehr verdient gemacht in der Berichterstattung über die Impfung. In der kritischen Berichterstattung, worüber ich schon sehr erstaunt war. Und es gab vor einem halben Jahr einen Bericht über die Verunreinigung der DNA-Impfstoffe. Dieser Beitrag ist depubliziert worden mit dem Argument, es hätte nicht genügend journalistische Sorgfalt gegeben. Das ist jetzt Monate später geklärt worden und es wurde offiziell geklärt, doch, die journalistische Sorgfalt hat geherrscht. Der Redaktionsleiter, dem wurden arbeitsrechtliche Maßnahmen angedroht, das ist jetzt zurückgenommen worden. Aber erstens haben sie ganz große Kürzungen hinnehmen müssen, wie übrigens viele beim MDR, das ist nämlich ein Punkt, bei dem wir noch gar nicht gesprochen haben. Alles im Programm, da wird gekürzt, noch extremer als je zuvor. Auch diese Redaktion hat ganz große Kürzungen hinzunehmen und der Beitrag ist immer noch depubliziert. Man kann ihn immer noch nicht in der Mediathek sehen und das ist nicht Aufarbeitung. Okay. Über die wirklich brennenden Probleme, die mir auf den Leib rücken und die mich jeden Tag beschäftigen. Das ist Corona, das ist Ukraine, das ist Gaza. Ja? Da kann ich mich
da kann ich mich mittlerweile also nur noch über alternative Medien informieren, in einer für mich glaubhaften Weise. Zum Beispiel, also was Corona betrifft, da wird ja schon wieder von, also jetzt in der WHO sind Behandlungen haben stattgefunden, darüber habe ich mich informiert, darüber erfahre ich bei meinem einmaligen Nachrichtenhören des Deutschlandfunk zum Beispiel nichts. Ja? Also die wirklich, die, das Weiterlaufen der Probleme wird nicht wahrgenommen und ich muss mir also andere Quellen suchen. Insofern bin ich schon der Meinung, dass dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk überflüssig ist. Und ob eine Reform, das kann ich nicht beurteilen, ob eine Reform möglich ist. Aber so, wie er sich jetzt darstellt, ist er überflüssig. Einen Gedanken möchte ich äußern. Also wir hatten darüber gesprochen, vor 10 Jahren wäre das auch schon so gewesen. Die Kriegsargumentation, mit der wir jetzt überschüttet werden, die wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Es tut so gut, unter Menschen zu sein, die sich nicht nach Nachrichten richten. Die prüfen Fragen und zweifeln, verzweifeln, die rätseln und spinnen und dichten. Menschen, die gegen die Schwerkraft der Mehrheit bestehen und Helme ertragen. Menschen wie ihr seid es, die mich auf bessere Zeiten zu hoffen wagen. Freunde fürs Leben, die so ticken wie du auf schwurbeltreff.de. Jetzt auch als App. Ganz genau.